So, 3, 2, 1, willkommen zu My Time at Portia. Hier unten seht ihr's, das Spiel ist Final. Vor einem Jahr hatte ich ja schon mal Early Access gespielt gehabt. Und eventuell müssen wir noch auf Deutsch umstellen. Name bestätigen, Moment. Ups. So. I think I'll go talk with the research. I think I'll go talk with I think I'll go talk with the re I think I'll go talk with the research center first. So. Haare. Nehmen wir den Kollegen. Ich will schwarze Haare haben. So. Gesichtstyp. Komm, nehmen wir den. Frauen. Ja. Gott, oh Gott. Augengröße. So, Augenform. Höhe passt, Augenabstand wird auch passen. Kinnlänge, langes Kinn, Kinnbreite. Oh, ein bisschen schmaler. Mundform. Mundgröße. Nase. Naja, passt. Deko. Ein Bart. Bartlänge. Was gibt's hier noch? Oh Gott, oh Gott. Ach komm, wir nehmen keinen Bart. Was ist das denn? Narben. Oi, oi, oi. Komm, nehmen wir das. Bartfarbe, Bartfarbe. Ist ein Muster. Machen wir rot. Ansonsten gibt's, glaube, nichts mehr hier. Bestätigen wir. Wann habe ich denn Geburtstag? Frühling. Komm, wir machen mal Geburtstag am 15. im Sommer. Bestätigen. Also wie gesagt, vor einem Jahr hatte ich ja schon das Early Access mal gespielt gehabt. Da hatte ich auch, glaube ich, nur so knapp 15 Stunden insgesamt gespielt. Aufbruch nach Portia. Something like that. You get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to meet you. Well, good luck to you. Thanks. Vielen Dank, lieber Kapitän. So. Dann sind wir jetzt in Portia angekommen. Aufbruch in ein neues Leben. So, Presley, hallo. Bevollmächtigter der Handelsgilde. Nox Neo. Presley, how do you do? Wie geht's dir? Ah, good to see you again. Schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise von
Barbara Rock, richtig? Das ist ziemlich weit. Yeah. Ja, stimmt. Anyway, I'm here to show you to your workshop, so if you would please follow me, it's pretty close. Ja, zeig mir meine Werkstatt. Ich folge dir. I wonder what it's like. I didn't get to know my pa too well. Ich habe meinen Vater nicht wirklich gut gekannt, ja. Lange Zeit verlassen, niemand mehr gearbeitet, er war ein guter Freund. So, okay, sprinten. Springen. Autorennen. So, und jetzt mal hinterher. Presley, lauf. Lauf, lauf, lauf. Und hier sind wir, die Werkstatt. Sie ist nicht mehr im besten Zustand. Wie gefällt sie dir? Sieht gemütlich aus, ja. Nun denn, hier ist ein Brief von deinem Vater. Er bat mich, ihn dir zu überreichen, sobald du das Haus gesehen hast. Noxneo, wenn du dies liest, bin ich schon am anderen Ende der Welt. Es tut mir leid, nicht für dich da zu sein, nicht da sein zu können. Es kam alles so plötzlich. Ich hatte nicht viel Zeit, dir zu erklären oder herauszufinden, wie ich für dich sorgen kann. Da fiel mir diese Werkstatt ein. Sie macht nicht viel her, aber sie wird dich vor Wind und Wetter schützen. Ich lasse dir mein Werkstatthandbuch da, in dem ich notiert habe, wie ich die Werkstatt geführt habe. Der Rest liegt an dir. Gib dein Bestes und lebe ein wundervolles Leben. Du wirst immer mein ganzer Stolz sein. Dein Vater. Here's the workshop handbook of your pa's. Take your time. Come to the Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located around Peach Plaza. Can't miss it. Okay, komm morgen zur Handelsgilde von Portia. Sie befindet sich direkt am Peach Plaza. Na, dann mal Handbuch her. Ich würde dir eine Handwerkerlizenz am liebsten sofort übergeben. Doch zuerst musst du dein Können bei ein paar Tests unter Beweis stellen. Okay. Verstanden. Morgen. Anyway, I'll leave you be. Get some rest. Nun lasse ich dich allein. Ruh dich etwas aus. Hi Presley. Thanks for your help. Tschüss, Presley. So, bliblablub. Zweiter Tag. Monat 1, Jahr 1. Fotos freigeschaltet? Jawohl. So, aufwachen. Mein Kopf tut weh. Wegen des Windes, der nachts durch die Ritzen pfeift. Ich habe gar nicht gut geschlafen. Ja, scheiße. Zur Handelsgilde gehen, da gehen wir doch mal hin. Hopp. Oh, Post. Von der Portia Times? Hallo, neuer Abonnent. Dies ist die Portia Times. Wir werden von der Stadtregierung und lokalen Zweigstellen der Handelsgilde gesponsert, um dir kostenlos die aktuellsten Neuigkeiten unserer Stadt zu bieten. Wir erscheinen monatlich. Du bekommst die neue Ausgabe also immer am ersten Tag des Monats. Wenn du irgendwelche Fragen oder Sorgen hast, zögere nicht, unser Büro an der Hauptstraße aufzusuchen. Trotz der Times. Schließen. So, da schließen. So, wir wollen zur Handelsgilde. Da unten blinkt auch unten rechts schon. Handelsgilde, Öffnungszeiten 8 Uhr. Okay, haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Was gibt es hier noch? Ein schöner. Oh, Moment, eine Katze. Hallo, Schnurr. Streunende Katze Pinky. Unterhalten? Miau. Beschenken. Ich habe nichts zum Schenken. Okay, Katze ist weg. Hallo, Sonja. You're that new person. You
Du bist diese neue Person. Du hast die Werkstatt da draußen in der Stadt geerbt, nicht wahr? Oh, Entschuldigung. Wo sind meine Manieren? Ich bin Sonja. Unterhalten? Es ist eine Art Hobby für mich, über die Trends in jedem Jahr zu informieren. Okay. Wir gehen erstmal. Lee, hi. Hi. Kirche des Lichts. Und du bist... Oh, du musst ja ein neuer Handwerker sein, von dem der Bürgermeister mir erzählt hat. Ich bin Pfarrer Lee von der Kirche des Lichts. Es ist eine Freude, dich kennenzulernen. Okay. Gehen wir erstmal. So. 8 Uhr ist es ja fast. Higgins, wer bist du? Okay, ich glaube, der arbeitet hier. Oh, hi Presley. Schön, dich zu sehen. Lebst du dich gut ein? Könnte nicht besser sein. Geht so. Naja. Ich bin mal freundlich. Könnte nicht besser sein. Großartig. Jawohl. Lass mich die Handelsgilde vorstellen. Ja? Wir sind die Institution, die den Handel zwischen den freien Städten organisiert. Dies hier ist Portias Zweigstelle. Wir sind das ganze Jahr über sehr beschäftigt. Also dann. Hier kommt deine Handwerkerprüfung. Die erste Aufgabe ist sehr einfach. Baue eine Axt und eine Spitzhacke und bringe sie mir. Für die Herstellung brauchst du Holz und Steine. Du kannst selber sammeln oder bei Werkzeuge vor am Zentralplatz kaufen. Okay, Arbeitstisch, bla bla bla, das ist ja alles noch wie Ratgeber. Achso, kann ich nochmal nachlesen. Okay. Dann erstmal zurück zur Werkstatt. Dann gucken wir mal, ob wir Holz und Stein finden. Ah, hier oben rechts, links steht es ja auch. Arbeitstisch im Garten kannst du benötigen Gegenstände. Bla bla bla. Hier liegt Holz. Aufsammeln. Noch mehr Holz. Noch mehr Holz. Bäume, Bäume, Bäume. Steine. Den Stein, der ist zu groß. Jede Menge Holz. Noch mehr Holz. Steine. Da blinkt es an. So. Wird das schon reichen? Ich denke schon. So, dann mal zum Arbeitstisch. Na, lauf. Oh, also da leuchtet noch. Oh, noch mehr Steine. Da liegt ja wirklich alles rum. Perfekt. Oh, hallo, wer bist du denn? Emily. Hi. Hey, ich bin Emily, deine Nachbarin. Es ist so toll, neue Leute in der Stadt zu haben. Besuch mich doch mal auf meinem Hof. Man sagt, im Frühling macht man die größten Fortschritte. Ich muss hart arbeiten und gesünderes Essen kochen als letztes Jahr. Okay. Danke, Emily. Hallo, liebe Nachbarin. So, das wird der Arbeitstisch sein. Wir sollten eine einfache Axt herstellen. Ei. Na,
eine. Und eine Spitzhacke. So. Dann können wir schnell zu Presley zurück. Oh Gott, was ist denn hier los? Genau, verbreite deine Ideale. Was? Okay, ja. Hitzige Diskussion, würde ich denken. So, Presley, wo bist du? Hier. Hi. Ah, excellent quality. Nicely done. Du kannst sie behalten. Ich wollte nur sehen, was du kannst. Nun, im zweiten Test geht es um einen Steinofen. Dafür die Montagestation in deinem Garten benutzen müssen. Okay. Wenn ich recht entsinne, führte dein Vater akribisch Protokoll über die Dinge, die er herstellte. Du solltest vielleicht mal Werkstatthandbuch. Okay, Werkstatthandbuch. Laufen erstmal wieder zurück. Gibt hier viele Leute. Hilfe. Gucken wir mal ab. Montagestation. Handbuch. Gegenstände. Steinofen. Wurde gesagt, oder? Steinofen bauen, ja. Steinofen. Dafür brauche ich 10 Holz. Steinhocker. Steinhocker. 10 Steine, 10 Holz erstmal. Oh, Moment, ich hab da jetzt eine Spitzhacke. Marmor? Jawohl. So. Und jetzt brauche ich noch Holz. Da kann ich wahrscheinlich jetzt auch mit der Axt hier Bäume fällen. Level up, jawohl. Na. Uiuiui, Holz, Holz, Holz. Okay. Büsche kann ich also auch mit der Axt umboxen. Pflanzenfasern. Aufsammeln. Oh Gott, mein Inventar ist ja voll. Ist das gut oder schlecht? Steinhocker. Handbuch. Wo bekomme ich den denn her? Steinhocker hier. Fertigen. Holz. Steinhocker. Ach so, ich muss den gewählt haben. Okay. Holz. So, und der Steinhocker, wie
komme ich in meiner Schnellleiste. Inventar. Zack. 5. Ein Hocker. Je. Pam. So. Und ich glaube... zurückholen. Je. Dann nehmen wir das erstmal. Und hiermit beende ich dann erstmal die erste Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.